Aber wir haben die Wette laufen, wer es abwärts fährt, kriegt eine Kugel Eis. Von daher mal schauen. Guten Morgen, willkommen zum ersten Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr. Wir sind gerade in Leipzig zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft in knapp 2,5 Wochen. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Heute habe ich wie immer 3 Einheiten. Die erste Einheit werden Volldistanzen sein, aber jetzt erstmal schön frühstücken. Nach einem guten Frühstück gehe ich jetzt hier erstmal in den Innentiefen des Hotels. Meine Paddelsachen aus dem Trockenraum holen. Und dann fahren wir auch schon an die Strecke zur ersten Einheit. Die erste Trainingseinheit heute sind Wettkampfdistanzen. Auch relativ wenige, also 4 Stück in 2 Stunden. Es kommt schon relativ nah, sage ich mal, jetzt an den Wettkampf ran. Warmfahren habe ich schon erledigt. Jetzt schaue ich mir noch kurz die Strecke an, weil es 1, 2 kritische Stellen gibt. Und dann legen wir auch schon los. Im Prinzip haben wir als kritische Stellen einmal hier die Abwärtskombi. Also man kann einfach rückwärts fahren. Aber wir haben die Wette laufen, wer es abwärts fährt, kriegt eine Kugel Eis. Von daher mal schauen. Als zweite kritische Stelle haben wir die beiden Tore, weil das obere, weil das sehr nah am Abweiser hängt, beziehungsweise voller, und man da doch mit dem Heck sehr schnell hinten anschlägt. Die WRs sind erledigt, waren in Ordnung. Ich habe geschaut, dass ich ein bisschen, sag ich mal, aggressiver fahre. Und dadurch ist die ein oder andere Fahrt nicht ganz so gut geworden, wie ich es wollte, weil ich da ein bisschen dann was ausprobiert habe. Aber ist in Ordnung, wir haben jetzt noch knapp 2,5 Wochen bis zur Europameisterschaft. Nach einer anstrengenden Einheit ist es jetzt wichtig, direkt die Speicher aufzufüllen. Deswegen sitze ich jetzt hier auch schon beim Mittagessen, denke in 5-6 Minütchen und dann erstmal schön schnabulieren. Wir sind jetzt in 2 Trainingsgruppen eingeteilt, eine von 14:30 bis 15:30 und eine von 15:30 bis 16:30. Ich bin erst in der zweiten, von daher kann ich jetzt erstmal noch ein bisschen zuschauen.
2 Einheiten habe ich jetzt schon erfolgreich erledigt. Jetzt geht es noch schnell eine Runde laufen, weil in 1,5 Stunden ist schon wieder Abendessen. Draußen ist relativ warm. Also wird ein bisschen anstrengender, aber freue mich schon drauf. Von daher. Sind jetzt noch mal schöne 12 Kilometerchen vom Hotel zum See und wieder zurück. Heute ein bisschen lockerer, weil gestern bin ich schon Halbmarathon gelaufen. Aber macht immer richtig Bock hier zu laufen. Jetzt ist der heutige Tag auch schon vorbei. Ich war jetzt nach dem Laufen, gab es noch schnell Abendessen, dann war ich noch beim Physio und da gab es noch eine kurze Teambesprechung. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen, wie so ein typischer Lehrgangsalltag bei der Nationalmannschaft im Kanuslalom aussieht. Es waren jetzt dann heute für mich 3 Trainingseinheiten, heute früh Wettkampfsimulation, dann heute Mittag in der zweiten Paddeleinheit eher kurze, aggressive Sachen mit sehr hoher Geschwindigkeit und dann noch als dritte Einheit hatte ich noch Laufen, also die anderen waren nicht Laufen, aber ich war noch Laufen für meine Ironman-Vorbereitung, waren jetzt nochmal locker 13 Kilometer, mit gestern einem Halbmarathon bin ich jetzt bei soliden 34 Kilometer am Dienstag schon, das passt soweit. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Vlog, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal und für tägliche Updates folgt mir auf Instagram auf lukas.stahl. Bis zum nächsten Mal.